Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich habe dir für heute ein paar meiner Original-Tagebucheinträge aus der Zeit damals rausgesucht und möchte die dir vorlesen. Ich hoffe natürlich, dass du dich in dem einen oder anderen erkennen kannst. Ich habe damals versucht, meine Gedanken zu ordnen, was mir vor lauter Angst auch kaum möglich war. Die Einträge lese ich jetzt so vor, also sie sind nicht groß verändert, ist wirklich fast original. Ja, und fangen dann auch gleich mal an, und zwar beginnt es am 14. März 2013. Manchmal frage ich mich, was eigentlich aus mir geworden ist. Selbst ihm fiel heute auf, wie dünn ich geworden bin. Irgendwie scheint es mir zu dämmern, dass da was ganz schief läuft. Und dann denke ich wieder, ach Quatsch, das ist doch nicht so schlimm. Er ist doch schließlich auch so lieb. Endlich mal ein Mann in deinem Leben, der auch tut, was er sagt und der dich liebt. Es ist so ein inneres Zwiegespräch mit mir selbst. Eine Stimme beschwichtigt und nennt Gründe, warum ich nicht gehen sollte. Und die andere weiß, dass sie gehen muss. Es wird irgendwie nicht besser, beziehungsweise die Phasen, in denen er nichts zu bemängeln hat, kürzer. Aber vielleicht bin ich auch dünnhäutiger geworden. Bestimmt sogar. Ich versuche, so gut ich kann, alles aufzuräumen und sauber zu halten, doch er findet immer was. Ich mache und tue irgendwas, nur damit er sieht, dass ich etwas tue und zumindest dann nichts sagen kann. Pausen gibt es nur, wenn er schläft. Oder er ist bestimmt. Und er fragt dann auch immer, was ich gemacht hätte. Und manchmal mault er mich an, warum ich ihn nicht geweckt habe. Woher soll ich das denn wissen? Mal will er geweckt werden und dann wieder nicht. Wenn ich ihm das dann sage, meint er, dass ich ihn mit Absicht nicht wecke, weil ich ihn nicht bei mir haben will. Und mittlerweile hat er sogar recht. Seine Launen wechseln so schnell, ich kann ihn nicht mehr einschätzen. Die letzte Woche ist so viel passiert, ich will eigentlich nur noch weg. Aber was dann? Ich habe den Fehler gemacht und bin wieder zu ihm zurückgekehrt und noch schlimmer mit ihm zusammengezogen, weil ich dachte, dass wenn wir erst einmal zusammenleben, bestimmt alles besser wird. Ich habe wirklich geglaubt, wir könnten das schaffen. Und wenn er sieht, wie ernst es mir mit ihm ist, er dann keinen Grund mehr zur Eifersucht hat. Ich hätte nie gedacht, dass es noch schlimmer wird. Er will immer wissen, was ich tue. Ich könnte einfach nur heulen. Er meinte, ich sei ja selber schuld, weil ich ihn provoziere. Nächsten Sonntag kommt meine Mom zu Besuch, mit der ich mich mittlerweile wieder gut verstehe. Sie hat extra Zugfahrkarten gekauft und freut sich, hierher zu kommen. Ich kann ihr einfach nicht sagen, was Sache ist. Bin ja momentan selber zu verwirrt und vor allem will ich ihr nicht absagen. Das ist so feige, ich weiß. Ich könnte einfach nur noch heulen. 15. März 2013. Ich habe lange an mir gezweifelt, ob ich nicht einfach nur zu empfindlich bin. Wie sagt er oft zu mir, dir kann man nichts sagen. Und ich sagte dann oft, dass es drauf ankommt, wie man etwas sagt. Gestern Nacht lag ich im Bett und habe wieder so eine Wut bekommen. Warum bleibt die nur nicht? Ich habe einiges auf einer Internetseite gelesen, die sich mit destruktiven Beziehungen befasst. Bei dem Punkt, ob ich mich wirklich in einer Misshandlungsbeziehung befinde, konnte ich fast alle Fragen mit Ja beantworten. Ich habe immer gedacht, dass das erst so ist, wenn der Partner einen schlägt. Und obwohl er mich schon hart angefasst hat, hat er mich ja noch nicht geschlagen. Er sagte sogar letztens selbst, ich bin zu empfindlich. Ich habe ihm gesagt, ich möchte mit Respekt und gleichberechtigt behandelt werden. Und dann meinte er, geh du erst mal arbeiten, dann können wir weiter über Gleichberechtigung sprechen. Ich bin schließlich das Arschloch, was arbeiten geht. Dafür bin ich dir ja gut genug. Und dann zählt er immer wieder auf, was er nicht alles tut. Und so einen Guten wie ihn würde ich eh nicht mehr finden. Überhaupt will er für alles gelobt werden. Und dann sagt er im Anschluss wieder, wie froh ich doch sein kann, ihn zu haben. Ich finde das etwas irritierend, dass er auf der einen Seite so viel Bestätigung haben will und dann aber wieder selbst sagt, wie toll er dieses und jenes gemacht hat. Was mich auch oft sprachlos macht, ist, wie er manche Dinge einfach vergisst und dann verdreht. Mir erzählt, dass ich lüge.
und etwas nicht so wahr. Wie geht das? Er dreht mir manche Worte so im Mund herum, dass ich als blöde dastehe und bleibt felsenfest auf seinem Standpunkt, ohne mit der Wimper zu zucken. Zum Beispiel, mach meinen PC aus, das ist meiner. Ich hatte gerade an irgendeinem gemeinsamen Projekt gearbeitet. Und natürlich mit seinem Einverständnis, weil mein Rechner war nicht so gut. Am nächsten Morgen behauptete er doch glatt, er hätte das nie gesagt, er wollte nur selber ran. Als ich meinte, dass man ihn dafür aber nicht runterfahren muss, hat er schnell das Thema gewechselt. Oder er sagt Dinge wie zum Beispiel, weck mich morgen nicht. Und am nächsten Tag kann er sich nicht daran erinnern. Je mehr ich über dieses Thema lese, desto mehr wird mir langsam klar, dass ich mich tatsächlich in einer solchen Misshandlungsbeziehung befinde. Aber irgendwas in mir will das noch nicht wahrhaben. Wahrscheinlich schreibe ich auch deshalb so viel, um mir darüber klar zu werden, denn oft verdränge ich diese Dinge selbst schon. Ich weiß, dass ich mich trennen sollte, aber im Moment fehlt mir dazu noch der Mut. Besonders dazu, von meiner Mom und meinen Freunden zuzugeben, dass eben doch nicht alles so toll ist. Oh Mann, wird die sauer sein. Und dann natürlich die Frage, wohin? Klar könnte ich jederzeit zu meinen Freunden, aber wo die wohnen, weiß er. Und ich habe keine Lust, dass er dort wieder auftaucht und Terror macht. Für ein Frauenhaus bin ich wahrscheinlich nicht geeignet, denn wie bereits geschrieben, hat er mich ja noch nicht geschlagen. Nichtsdestotrotz habe ich das Wichtigste in einer Tasche, im Kleiderschrank versteckt, nur für den Fall der Fälle. 16. März 2013. Ich habe mich gefragt, ob ich mir jemals nochmal vorstellen könnte, zu lieben bzw. eine Beziehung einzugehen, sollte ich diese irgendwann beenden und frei sein. Und irgendwie kam da ein Nein raus. Alle meine Beziehungen scheitern irgendwie. Und wenn ich noch keine solche von Handgreiflichkeiten geprägte Beziehung hatte, so waren da trotzdem vorher schon mal zwei Partner, die ebenfalls extrem eifersüchtig waren. Das ist ein Muster. Ich glaube mittlerweile wirklich, dass ich mir unbewusst Partner suche, die immer wieder Teile meines Vaters widerspiegeln, und der hatte auch zwei Seiten. Er konnte unglaublich fürsorglich sein und dann wieder unerreichbar und kalt. Es muss was mit mir zu tun haben, dass ich mir immer wieder solche oder ähnliche Partner suche und im Prinzip Teile meiner Kindheit weiterlebe. Dabei bin ich über 30. Gestern war er wieder so nett. Besonders zu anderen ist er immer so nett und unglaublich hilfsbereit. Was mich daran so traurig macht, ist, dass ich, als ich letztes Mal Hilfe und Rat suchte, mir dann anhören durfte, wie lieb er doch ist und ich da bestimmt nur was von früher auf ihn übertrage. Ich wollte gehen, aber habe mir dann anhören dürfen, dass ich nicht weglaufen soll und mit ihm reden. Scheiße, und ich hab's geglaubt, dass ich übertreibe und hab versucht, mit ihm zu reden. Es folgten 2 Tage Psychoterror vom Feinsten. Ich hatte teilweise solche Angst, dass ich einmal dachte, ich mach mir in die Hose, als er sich vor mir aufbaute, und das zweite Mal, als ich unter der Dusche stand, er den Vorhang wegzog und fragte, ob ich Spaß daran habe, alleine oben zu sein. Unser Bad war in der oberen Etage. Ich sagte ihm, dass ich duschen würde. Da setzte er sich auf den Wannenrand und machte weiter, von wegen, dass es mir bestimmt Spaß macht, ihn so fertig zu machen, dass ich einfach nicht aufhören kann damit. Als ich herauskam, versuchte er mich dann zu umarmen. Ich stand da stocksteif, hatte aber nach einiger Zeit das Gefühl, keine Luft mehr zu kriegen, machte mich von ihm los und sagte, dass ich noch Haare föhnen müsste und dann runterkäme. Als ich unten war, legte ich mich zu ihm auf die Couch. Ich versuchte, mich zu entspannen, wenigstens kurz, während wir einen Film guckten. Ganz plötzlich setzte er sich auf und schrie mich an, dass ich nicht mehr mit ihm rede. Ich dachte, wir wollten mit dem Streiten aufhören. Und er sagte dann, du ignorierst mich, du redest nicht mit mir, du bist so eine eingebildete Schlampe, und wenn du was sagst, dann redest du genauso altklug daher wie dein Vater, du bist ganz genauso wie er. Meinst du nicht, dass ich nicht gemerkt habe, dass du mich gar nicht umarmen wolltest? Von wegen Haare föhnen, du liebst mich doch gar nicht. Hast mich die ganze Zeit noch verarscht, wieso hast du eigentlich mit mir? Den Originalausdruck spare ich mir mal, im Bett gelegen.
Hattest du es so nötig? Ich pack dich nicht mehr an, bis du weißt, ob du mich liebst. Dann ging er ins Bett. Etwas später saß ich dann auf der Terrasse. Dann kam er wieder und wollte mich aussperren. Dann hat er sich aber anders besonnen und fragte stattdessen, was ich hier machte. Ich sagte nur, Schatz, ich rauche. Er, wieso nennst du mich Schatz? Ich bin nicht mehr dein Schatz. Ich, was willst du mir damit sagen? Er, ich kann nicht dein Schatz sein, so behandelt man seinen Schatz nicht. Ich wurde kurz mal wütend. Ach, aber du, so behandelt man seine Freundin auch nicht. Er, wie? Nur weil ich den Kissen ins Gesicht geschmissen habe und lacht. Ich, nein, du hast mir fast den Arm abgequetscht, mich ins Fenster geknallt und zu Boden geworfen, meine Schuhe weggeworfen, meinen Schlüssel weggenommen und mich festgehalten, als ich gehen wollte. Er, nachts hast du nicht rauszugehen und außerdem warst du dann doch draußen. Ich, ja, weil ich schnell war durch die Küchentür. Er wieder, ja, du bist aber selber schuld, wenn du mich so provozierst und außerdem habe ich mich bereits entschuldigt, nochmal werde ich das nicht tun. Ich kann dich nicht mehr vertrauen. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Er, ich weiß gar nicht, was du willst. Ich habe dich heute nicht mal angefasst, oder? Ich, nein, noch nicht. Aber ich warte darauf und dann werde ich gehen. Er, soll ich dich irgendwo hinfahren? Naja, und so weiter. Das war nur mal ein kleiner Ausschnitt der letzten Tage. So nach und nach fällt mir das wieder ein. Ich schreibe es auf und hoffe, dass es mir hilft, klarer zu werden. 17. März 2013. Ich habe das Gefühl, es ihm nicht recht machen zu können. Egal, was ich versuche, es ist verkehrt. Ständiges Beschwichtigen, bei Laune halten und rechtfertigen. Manchmal hasse ich das an mir selbst. Aber auf der anderen Seite ist er auch so unberechenbar. Ich kann ihn wirklich schwer einschätzen, da seine Launen immer so schnell wechseln. Und er braucht immer so verdammt viel Bestätigung. Dann fragt er immer wieder, ob er dieses und jenes nicht super toll gemacht hätte. Das finde ich verwirrend, denn auf der anderen Seite sagt er dann immer selbst, wie toll er doch ist. Selbst wenn er vermeintlich schläft, hört er das Klingeln an der Haustür, sodass ich mir leider kein Buch bestellen kann, wo es um das Thema Misshandlungsbeziehung geht. Umso froher bin ich, diese spezielle Infoseite mit dem angeschlossenen Forum im Internet gefunden zu haben. Eigentlich auch nur, weil ich zwei Bücher zu dem Thema als PDF suchte. Leider gibt es die aber nur als Hardware. Und Post bekommen war schwierig. Das jetzt nur mal anbei erklärt. Er hätte wirklich mitbekommen, wenn ich etwas bei Post bekommen habe. Deswegen blieb mir nur die Informationsquelle über das Internet. Und das ist auch noch mit einer der Gründe, warum ich dieses hier erzähle im Internet. Weil hier kannst du das gucken ohne Probleme. Das hatte ich leider in der Form nicht, diese Aufklärung. Ich möchte es aber dir möglich machen. Ja, weil es manchmal schwierig ist, dann auch so ein Buch zu verstecken, wo es darüber geht, wenn man dann schon mal auf dem Weg ist dorthin. Und das ist einfach, du gehst ins Internet, guckst es dir an und löscht bitte immer schön den Browserverlauf. Ja? Nicht, dass der sieht, wie bei mir auch zum Beispiel, auf welchen Seiten du gewesen bist. Immer löschen. Okay, jetzt wieder zurück. Ich wollte das nur mal anmerken. Und so, und noch was. Die Adresse, wo ich damals war, also unter diesen Videos, da sind da Anmerkungen, da habe ich die Adressen für Männer und Frauen hingeschrieben. Ja, unter jedem dieser Videos befinden die sich. Okay, jetzt wieder zum Text zurück. Das Einzige, wo er nicht gucken kann, ist mein iPod, da ich den ja immer bei mir habe. Trotzdem lösche ich den Internetverlauf, schließe immer wieder diese Seite, wenn ich fertig mit Lesen bin und benutze ihn nie, wenn er bei mir ist, weil er schon mal raufschielt, wenn ich was bei Facebook poste. Also wenn, dann muss ich wirklich heimlich gehen. Blöd nur, dass hier nachts, wenn er dann nicht schreibt oder anruft, weil ich ihm geschrieben habe, dass ich jetzt schlafen gehe, keine Züge fahren. Nochmal zur Erklärung, er hatte Nachtschicht gehabt. Also er arbeitete nachts und war dann halt nachts nicht da. Aber wir haben auf dem Dorf gewohnt, wo nachts leider keine Züge fuhren. Ja. Und Geld hatte ich auch nicht groß, weil er hat immer geschaut, wofür ich was ausgebe. Also es war sehr schwer, mir Geld wegzupacken. Ich habe das dann irgendwann nach und nach mal gemacht, indem ich mir immer so ein bisschen Kleingeld vom Einkaufen zur Seite abgezwackt hatte und dann heimlich versteckt habe. Das ging aber nur halt mit wenig Geld, das wäre sonst auf, wär ihm sonst aufgefallen. Okay, das war jetzt nochmal
wichtig, dass das anmerke, damit man das verstehen kann. Ja, so, zurück. Aber mir wird schon noch was einfallen. Geld für ein Taxi habe ich keins. Wobei ich in ein paar Tagen Geburtstag habe, da müsste ich ein bisschen was bekommen. Mal sehen, wie ich das dann machen kann. Ich werde, insofern er vorher nicht wieder austickt, den Besuch meiner Mom abwarten und sie vielleicht einweihen. Wenn ich sie um Hilfe bitte, wird sie mir helfen, das weiß ich sicher. Etwas später am selben Tag. Ich habe mich gerade gefragt, nicht zum ersten Mal, wo bemerkt, ob es für mich wirklich vorbei ist. Zu 80% ja, aber das reicht noch nicht. Es müssen 100% sein, sonst gehe ich wieder zurück. Ich erhoffe mir die restlichen 20% aus dem Lesen, der schriftlichen Beratung über das Forum und vielleicht sogar den Telefonat mit dem anonymen Frauennotdienst. Immerhin, aber sind es schon 80. Als ich begann zu schreiben, waren es nur 10. 18. März 2013. Ich habe gestern bei der Notrufnummer angerufen und war positiv überrascht, wie unglaublich nett und verständnisvoll die Frau am Telefon war. Es fiel mir schon sehr schwer, dort anzurufen und darüber zu sprechen. Schreiben fällt mir immer leichter. Aber letzten Endes, nachdem ich den Hörer bestimmt eine halbe Stunde angeguckt habe, habe ich dann doch angerufen und bin sehr froh darum. Was mich einerseits irritiert, aber andererseits auch fast zum Weinen gebracht hat, war die Besorgnis in ihrer Stimme. Sie hat immer wiederholt, dass das bereits Gewalt war, was ich erlebt habe. Psychische und auch physische. Wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass es mir immer noch sehr schwer fällt, das zu begreifen und nicht auch zu verharmlosen. Sie bat mich, sofort zu gehen, aus Sorge um meine Sicherheit, denn sie hätte nach meinen Erzählungen ein ganz schlechtes Gefühl ihnen betreffend. Sie gab mir die Nummer vom nächsten Frauenhaus in meiner Nähe und sagte, dass ich dort jederzeit anrufen könnte, sogar nachts. Und wenn die Aufnahme dort nicht klappen würde, ich sie einfach nochmal anrufen soll. Dann würde sie nach einem anderen freien Platz in einem anderen Frauenhaus für mich suchen. Nun ja, auch wenn sie bereits bestimmt 10-mal gesagt hat, ich soll sofort gehen oder wenigstens mal im Frauenhaus anrufen, bin ich immer noch nicht so weit. Momentan fehlt mir noch immer der Mut, und abgesehen von den wiederholten Fragen von ihm, die ständig kommen, was ich gemacht habe in der Zeit, wo er schläft, und der Frage, was genau ich meiner Mom am Telefon erzählt habe, beziehungsweise auch was sie gesagt hat, war er aber recht lieb zu mir. Als ob er etwas ahnen würde. Warum kann ich mich nur trotzdem nicht von meiner Angst befreien, obwohl gerade nichts vorfällt? Ich habe gestern ein paar Sachen gepackt und mir ging durch den Kopf, dass alles von mir hier ist. Nicht schon wieder von vorne anfangen, dachte ich mir. Ich habe nach Ewigkeiten endlich den ganzen Hausrat zusammen gehabt. Klar kann man alles nachkaufen, insofern man das Geld hat, habe ich aber nicht. Wie oft musste ich von vorne anfangen, ich bin es so leid. Ich stehe hier nicht einmal mit dem Mietvertrag. Wenn ich Pech habe, kriege ich meine Sachen nicht zurück. Er sagte, wenn ich ihn verließe und das Zeug nicht abhole, schmeißt er alles weg. Allein bei dem Gedanken, die Sachen zu holen, wird mir jetzt schon übel, obwohl ich noch gar nicht weg bin. Und dann das Gespräch mit meiner Mom. Sie freut sich ja so auf den Urlaub hier. Die Zugfahrkarten waren nicht billig. Ich habe gerade keine Kraft, diese Enttäuschung und das habe ich dir doch gleich gesagt, zu ertragen. Ich bin froh, wenn ich laufen kann, ohne umzukippen. Mir ist immer so verdammt schwindelig und seit neuestem auch übel, weil ich kein Essen mehr bei mir behalten kann. Ich weiß aber auch, dass ich gehen sollte. Aber im Augenblick kann ich es einfach nicht und irgendwie verachte ich mich für diese Feigheit und dafür, dass ich überhaupt wieder zu ihm zurückgegangen bin. Jeder anderen Frau hätte ich dasselbe geraten, wie die Frau am Telefon mir geraten hat. Ich kann noch immer nicht wirklich glauben, dass mir das wirklich passiert und denke oft, ich übertreibe bestimmt. Es gibt Frauen, denen gibt's noch viel schlimmer, die haben Grund zur Klage, aber doch nicht ich. Die Frau am Telefon meinte dazu, das wäre schlimm, was ich erlebe. Warum verdammt nochmal macht es nicht auch Klick in meinem Kopf? Was stimmt da nicht mit mir? Irgendwas in mir hofft immer noch, dass es wirklich nie mehr vorkommt, wie er es mir versprochen hat. Aber es war ja bereits das zweite Mal, nur etwas gesteigert. Beim ersten Mal hat er mich noch nicht ans Fenster geknallt. Ich kann einfach nicht wirklich glauben, dass mir das passiert ist. Und ich frage mich,
ob ich nicht vielleicht doch etwas falsch gemacht habe und ihn so provoziert, wie er sagt. Andererseits ist das trotzdem kein Grund. Ja, ich weiß. Ach Mann, ich bin mit mir gerade selbst am Hadern. Ich habe gestern wieder lange wach gelegen und eine Mischung von Trauer und Wut empfunden. In Gedanken habe ich ihm einen Abschiedsbrief geschrieben, in dem ich versucht habe, all das aufzuzählen, weshalb ich ihn verlasse. Bis mir dann klar wurde, dass ich erstens so nicht schlafen kann und er das zweitens eh nicht begreifen würde. Natürlich wird er mich überall schlecht dastehen lassen, ich die Böse, mit der man ja nicht vernünftig reden kann, die so egoistisch ist und so weiter. Und dann diese Traurigkeit, mein geliebtes Tier hier lassen zu müssen. Ich werde es nicht mitnehmen können mit seinem Käfig und ich kann es auch nicht irgendwo anders hinbringen. Meine Mom wohnt 800 Kilometer weit weg und meine Freunde habe ich noch immer nicht eingeweiht, weil die Frau von der Notruf-Telefonnummer mir davon abgeraten hat. Je weniger das Wissen, desto sicherer wäre mein Weggang. Wenn sich jemand aus Versehen verplappert, wäre das sehr fatal für mich. Naja, und dann der Gedanke, meine Sachen vielleicht nicht mehr wiederzusehen. Schon wieder von vorne anzufangen mit verdammt wenig Geld. Ohne Ersparnisse, denn die habe ich bereits für den Umzug hierher verbraucht. Und dann nicht zu wissen, was mir die Zukunft bringt. Obwohl, vielleicht ist Letzteres auch gut so. Dagegen gestellt habe ich den Gedanken, endlich wieder angstfrei leben zu können. Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, wie das war. Als ich noch hingehen konnte, wo ich wollte, machen konnte, was ich wollte und ja sogar glücklich war. Gestern Abend wieder seine verletzenden Worte und so gar kein Mitgefühl. Ich sagte ihm, dass ich Kopf- und Rückenschmerzen habe und er maulte mich an. Ja, da musst du halt mal zum Arzt. Ach nee, wer kaum mehr Rückenmuskulatur hat, der muss auch nicht zum Arzt. Habe ich wirklich kaum. Er saß beim Arzt damals mit drin, als der mir das sagte. Und dann mault er mich an wegen dem Essen, warum ich nur so wenig esse. Nur weil meine Freundin gerade stirbt, wäre das ja kein Grund, dass es mir schlecht geht. Auf den Gedanken, dass er etwas damit zu tun hat, kommt er natürlich nicht. Na, dann brauchst du ja auch keinen Geburtstag zu feiern, wenn du eh nichts isst und die ganze Zeit auf dem Klo hängst, sonst heißt es nachher, wo ist Emily denn? Ach, die sitzt ja den ganzen Tag auf dem Klo und lachte. Würde sowieso nicht feiern, wenn du Glück hast, lebt deine Freundin eh nur noch 2 Wochen. Aber wahrscheinlich ist sie eh schon in ein paar Tagen tot. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass du dann zur Beerdigung musst? Wirst ja wahrscheinlich hinfahren, oder? Und guckte mich abfällig an. Zur Info, ja, meine Freundin hatte Krebs im Endstadion. Und vielleicht hatte er recht, aber diese gefühllose Art, wie er das rausgehauen hat, die hat mich geplättet und mir die Augen geöffnet, da ich ja sehr an ihr hing. Er ist dann alleine mit den Hunden Gassi und war stinksauer deshalb. Hat die Türen geknallt und wieder diese speziell aggressive, kalte Tonlage bekommen. Als er wieder da war, keine Frage, wie es mir geht, nichts. Dann etwas später. Ich wollte dich mal fragen, nein, ich habe beschlossen, einen anderen Handyvertrag zu machen, für den ich dann unterschreiben und gerade stehen sollte, weil er selbst aufgrund seiner Schulden keinen mehr bekommen konnte. Zumindest nicht in Deutschland. Später hat er einen in der Schweiz gemacht. Und so ist es meistens. Ich soll für alles Rechenschaft ablegen, aber er kann dann beschließen. Genauso mit den Tieren. Ich sagte ihm, ich will nicht so viele Tiere. Die müssen ja alle gepflegt werden und von wem wohl. Aber er schafft immer mehr an. Ist ja schließlich sein Haus und das kann ja wohl er selbst bestimmen. Das hat mich schon oft geärgert. Holt immer mehr Tiere, um die ich mich dann kümmern muss. Ich kümmere mich schon um die Tiere und ich habe sie auch sehr gern, das ist nicht das Thema. Aber er fragt mich nicht, er macht einfach. Manchmal habe ich das Gefühl, er macht das, weil er weiß, dass ich da nicht weg kann. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich habe ihm nämlich damals gesagt, dass ich gerne mal da und dahin will, besonders im Sommer. Und wenn wir zu viele Tiere haben, geht das nicht. Damals hat er mir noch zugestimmt, aber dann kamen die Tiere trotzdem, nach und nach. Ich fragte ihn damals mal, was er denn ohne mich täte mit den Tieren. Da haute er nur lapidar raus. Ach, die sind auch schnell wieder verkauft. Ja, mir ist klar geworden, dieser Mensch liebt und achtet mich überhaupt nicht. Ich bin fertig mit ihm und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Jetzt geht es nur noch um das Wann und Wie. Morgen werde ich meine Mom anrufen und das mit ihr besprechen. 19. März 2013.
Mein Entschluss steht in jedem Fall. Ich möchte ein Leben, ohne jeden Tag Angst zu haben. Das zermürbt mich so sehr. Gestern hatte er mal wieder seinen lieben Tag. Ich habe Angst, dass er was ahnt. Und trotzdem ich zwischenzeitlich ganz entspannt war, geht mir sein wutverzerrtes Gesicht nicht mehr aus dem Kopf, wenn er seine andere Seite zeigt. Auch wenn es mal gut läuft, diese Phasen sind selten und vor allem kurz geworden. Aber mir wurde trotz allem klar, dass die anderen Phasen immer wiederkommen werden. Er wird sich nicht ändern. Er ist halt, wie er ist, und ich kann ihn auch nicht ändern. Egal, wie ich mich auch versuche zu verbiegen und anzustrengen. Diese Erkenntnis macht mich sehr traurig, aber es ist leider so. Gestern Abend im Bett, als ich mich wieder einmal fragte, warum ich bloß mit ihm zusammengezogen bin, da sagte meine innere Stimme zu mir, dass ich das gebraucht habe, um mich wirklich lösen zu können. Es wäre sonst immer ein Restzweifel geblieben, ob es nicht doch etwas hätte werden können, und dieser ist nun beseitigt. Zu einem zugegebenermaßen sehr hohen Preis, aber nun bin ich endlich enttäuscht. Das heißt, die Täuschung hat ein Ende. Ich hoffe, das bleibt auch so, ich vertraue mir da selber noch nicht wirklich. Und ich versuche mich daran zu erinnern, dass ich es schon mal geschafft habe, neu anzufangen. Damals, als ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe, und zwar mit fast nichts. Er hat mir trotz Anwalt fast gar keine Sachen herausgegeben, obwohl es meine waren. Ich habe dann letzten Endes darauf verzichtet, sonst wäre ich heute wohl noch nicht geschieden. Da hat mich übrigens auch meine Mom rausgeholt. Die Beziehung war ganz ähnlich wie diese, nur mit dem Unterschied, dass er mich wirklich niemals angefasst hat. Das hätte er auch tatsächlich nie getan, bin ich ziemlich sicher. Aber trotzdem ging es so weit, dass er mich zu Hause ließ, ohne die Heizung anmachen zu dürfen und etwas zu essen. Und obwohl ich mehr Geld hatte als er, hat er darüber verfügt, beziehungsweise ich habe ihn darüber verfügen lassen. Ich durfte nicht das Essen kaufen, was ich essen wollte. Ich habe dann immer von den Nachbarn etwas bekommen, die anderen für mich gesammelt oder Essen gemacht und haben auch gesagt, es ist nur für dich. Aber das ist ein anderes Thema und gehört hier jetzt auch nicht hin. Auf jeden Fall stand ich da vor einer ähnlichen Entscheidung. Meine Mama aufklären, mir die Predigt anhören, warum ich ihr was vorgespielt hätte und dann die Aufforderung, sofort zu gehen, sonst holt sie mich persönlich ab. Sie wohnte damals 600 Kilometer weit weg. Naja. Da habe ich auch im Spreewald gewohnt. Wunderschön. Das war mein Zuhause. Es gab wenig Zeiten in meinem Leben, wo ich nicht nur gewohnt, sondern mich zu Hause gefühlt habe. Wirklich ganz, ganz wenig. Und im Spreewald war das erste Mal, dass ich mich zu Hause gefühlt habe. Das als mein Zuhause angesehen. Aber zurück zum Text. Ich wollte nur sagen, das war damals auch sehr schwer. Und ich hatte es schon mal geschafft. Daran habe ich mich erinnert. Naja, heute habe ich zwar genug zu essen, aber trotzdem bin ich wieder in einer destruktiven Beziehung gelandet. Ich habe jedoch beschlossen, das erst später aufzuarbeiten bzw. an mir zu arbeiten, warum das alles so war und ist. Sonst werde ich wirklich noch verrückt. Jetzt geht es erstmal um andere Dinge, eins nach dem anderen. Erstmal weg und dann vielleicht eine Therapie. Denn ich lebe meine Kindheit weiter und das muss aufhören. Ich bin jetzt erwachsen, nicht mehr so hilflos wie früher. Ich sollte mich auch so verhalten. Heute kommt kein Jugendamt und rettet mich ins Heim. Heute muss ich mich selbst retten, insofern man das so nennen darf. Und damit sind wir bei den Einträgen auch erstmal am Ende angekommen. Ja, ich denke, du hast dich bestimmt in dem einen oder anderen erkannt. Ich habe die Geschehnisse auch in meinem Tagebuch nur kurz angerissen. Man muss sich vorstellen, ich war wirklich nonstop immer in Angst und Sorge. Ich konnte kaum klar denken und ich habe wirklich versucht, eine gewisse Ordnung in meine Gedanken reinzubekommen. Ne? Also das war schon echt nicht leicht. Ja, und es ist wirklich so, man sagt zwar ja mal locker, da kaufst du dir eben alles neu, aber es ist auch so, du musst auch mal eben das Geld haben, alles neu zu kaufen. Es ist nicht immer so einfach und es redet sich auch unglaublich leicht immer von Leuten, die so gar nicht betroffen sind. Das ist mir echt schon aufgefallen. Leute, die sowas nie erlebt haben, die können am besten reden und wissen, was für einen am besten ist. Ja. Es ist eine wirklich
eine schwierige Entscheidung gewesen, weil er ja, wie gesagt, auf der anderen Seite auch total lieb sein konnte. Ich hatte alle meine Sachen da. Das war meine Existenz. Mal eben die Existenz hinter sich lassen. Ja, es ist das eine, wenn ich das freiwillig tue, weil ich das gut finde. Ich möchte jetzt minimalistisch leben. Das ist eine ganz andere Sache, als wenn du davor stehst, einfach von vorne anzufangen, alles hergeben zu müssen. Ja. Also. Ja, es hat deshalb unter anderem, also zum einen, weil ich vor lauter Angst kaum denken konnte. Angst behindert das Denken, wirklich auch das logische Denken, das ist ganz schlimm. Und zum anderen ging es da um meine Existenz, um meine Sachen, um das von vorne anfangen, und auch um in Armut leben. Ja? Das habe ich dann im Anschluss auch kennengelernt, richtig kennengelernt, in Armut zu leben. Es ist, ja, wie gesagt, immer leicht darüber zu urteilen, ja, warum bist du nicht gleich weggegangen? Ja, gerade von Leuten, die nicht in dieser Situation waren. Ich meine, ich früher, bevor ich in dieser Beziehung war, auch gedacht, boah, die Frauen, ja, da sollen sie doch gehen, ne? Selbst schuld. So in etwa, ja. Verstehe ich nicht, warum die nicht abhauen. Ich glaube, das kann man nicht wirklich verstehen, wie sowas funktioniert, wenn man nicht selber mal in so einer Beziehung war, beziehungsweise so arg manipuliert wurde. Ja, das ist trotz allem dieses ganze jemanden in Angst halten, das gibt es wirklich in vielen Fällen. Gerade diese totalitären Sekten haben das auch sehr gerne. Ja, und da ist es auch ähnlich. Die Leute sind ja auch nicht gerade dumm, die da sind. Die glauben halt das, was erzählt wird. Die wollen was Gutes tun. Ja, und wie sie sich versehen, sind sie dann in sowas drinne. Okay, so. Ich denke, das war jetzt vor dem Jakobsweg die letzte Folge. Das war mir ganz wichtig, das in einem einigermaßen vorzulesen. Das war so der Vorlauf, bevor ich dann auch wirklich gegangen bin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich zurückgekommen bin von meinem Jakobsweg. Ich erhoffe mir von dort vielleicht so ein bisschen was wie inneren Frieden mit dem Thema zum einen und ja, noch ein paar andere Sachen, die ich für mich verarbeiten muss und möchte. Ja, vielleicht wieder ein bisschen mehr zu meinen Gefühlen zurückfinden. Da ist alles immer noch ziemlich tot. Zumindest fühle ich mich oft tot, wenn ich nicht gerade meine Albträume habe. Fühle ich mich tagsüber manchmal tot, gefühlsmäßig, als ob irgendwas in mir gestorben ist. Ich weiß, das ist nicht so, aber ja, ist ein Schutz. Wie ich schon mal sagte, mir kann natürlich nichts, wenn ich zurückgezogen bin. Auch meine Gefühle zurückgezogen habe, kann mich keiner verletzen, aber ich kann mich auch nicht wirklich freuen. Und ich wüsste gerne mal wieder, wie das ist, wenn man sich richtig freut und lacht und glücklich ist. Ich glaube, es ist Jahre her, dass ich mal glücklich war. Ich weiß auch, wann ich glücklich war. Das letzte Mal wirklich aus tiefstem Herzen richtig glücklich war ich damals in der Wohnung. Ja, in Korschenbruch, wo ich gewohnt habe, in Nordrhein-Westfalen. Als ich dachte, ich habe meine Eltern wieder, ja, zum ersten Mal Eltern, mein Vater und meine Stiefmutter, die ich da in einem Tagebuch eintrage. Ich habe ja gesagt, ich habe nichts verändert, groß, Mom genannt habe. Heute habe ich keinen mehr von beiden. Beziehungsweise das mit meiner Mom und meiner Stiefmutter habe ich beendet, weil ich nach vielen Jahren endlich auch da einsehen musste, dass da mehr Wunschdenken als Realität war. Ja. So wie auch in dieser Beziehung. Ja, bin mal gehofft, das wird oder das ist. Und also ich kann mich unheimlich gut selbst bescheißen. Ich denke manchmal, das kann keiner so schön wie ich. Ja, das ist auch der erste Weg zur Besserung. Gnadenlose Ehrlichkeit. Und das ist auch, was ich immer wieder versuche, wenn ich dir diese Sachen erzähle und auch vorzulesen. Ja. Selbst wenn ich dadurch total bescheuert und doof dastehe, ist mir jetzt egal. Heute kann ich darüber stehen. Vor einiger Zeit wäre mir das echt peinlich gewesen. Aber ich kann einfach nicht aufklären und ich kann nicht helfen, wenn ich nicht ehrlich bin. Ne? Und zumindest damit habe ich jetzt keinen Stress mehr, das so zu erzählen.
Okay, dann freue ich mich auf das nächste Mal. Beziehungsweise ich danke dir auch wieder für die Zeit, die du dir genommen hast, dir das anzuschauen. Bis demnächst.